Wunderschön und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Avurion. Ich habe hier gerade gestartet und schon ist hier Action. Wir fliegen mal rüber zu unseren Kollegen und müssen mal schauen, dass wir da irgendwie helfen können. So, angeklickt, ist noch ein bisschen weiter weg. Kommen aber relativ gut an. Wir müssen natürlich unseren Stationen hier helfen. Und außerdem haben die vielleicht wieder gute Sachen dabei, die wir haben können. Hehe. Da müssen wir mal schauen, ne? Ohne zu sehr auf die Goschen zu kriegen. Ja, die sind ungefähr gleich weit weg. Oh, das wird gefährlich. Da rutsche ich gefährlich nah. Oh, da geht's los. Boah, hier sind viele. Unser Schild macht noch mit. Upsassa. Richtig draufhalten. Boah, das sind ganz schön viele Gegner, wenn die gleich. Die legen alle gerade den Fokus auf mich. Unsere Waffen überhitzen. Oh. Ich sag's euch, die machen viel Schaden. Wir aber auch nicht wenig. Wir machen auch nicht wenig Schaden. Wir drücken da ordentlich was rein. Komm, der erste müsste doch kaputt sein. So, kümmern wir uns hier unten um den nächsten, der uns da ans Leder möchte. Muss ein bisschen höher zielen. Oh, der hat gesessen. So, nächstes Schiff weg. Um das Zerstören der Einzelteile werde ich mich bei Zeiten kümmern. Da kann ich mich jetzt gerade noch nicht so richtig drum kümmern. Es sind ziemlich viele Gegner hier noch. Und wir wollen ja unseren Ruf auch noch verbessern, ne? Da brauche ich vielleicht auch mal die eine oder andere bessere Waffe. Das geht so mal gar nicht, ne? Ups, das war, da war ich ein bisschen sauschnell. Oh ja, den können wir gut treffen, da oben. Da sind immer noch drei über, die kommen hier nach, ne? Boah. Sehr schön. Wir sammeln uns gleich alles hier ein, ne? Gleich in Ruhe sammeln wir alles ein. Okay, ein paar Sachen kriegen wir jetzt schon, sehe ich gerade. Ah, diese Schiffe, die mag ich nicht, ne? Die zu treffen. Das ist echt eine Herausforderung. Diese Striche einfach nur, ne? Musik, ne? Die ist so. Komm, hallo. Danke. Der Kollege ist auch weg. Jetzt ist hier oben nur noch einer. Den werden wir aber auch eben auseinandernehmen. Mit einem Teil der Waffen können wir treffen. Ich fände es halt cool, wenn unsere Plasmawaffe besser treffen würde. Oh, da liegt was Exotisches. Boah, das war sauknapp. Das war mal sauknapp. Boah, das war so richtig knapp. Wir gucken uns gleich die Sachen an, die wir alle gekriegt haben. Oder auch noch vielleicht kriegen können. Mal hier zum dem können wir auch noch das die machen, ne? So. Also da muss ich wirklich nochmal, wenn ich was baue, nochmal ein bisschen präziser werden. Das geht ja mal so gar nicht, ne? Wie wir hier so fliegen. Ich glaube, viel geile Sachen hat er nicht mehr dabei. Wir gehen mal zu den nächsten Schiffen rüber. Wir haben hier keine Ruhe, ne? Keine Ruhe vor nix. Hier oben lagen auf jeden Fall auch noch Sachen rum. Auf jeden Fall, wie gesagt, müssen wir da unbedingt ein bisschen was nachbauen. Dass wir da besser wirklich unterwegs sind. Also das geht so gar nicht mit diesen Bremsen. Das ist, wir sind zwar schnell und wir können gut dran vorbeifliegen an den Gegnern. Aber das war es dann auch schon. Da ich halt keinen Bock drauf. Oh, da ist noch was Blaues. Blau ist gut. Oh, das war so ein Hyperraum-Dingens, was wir jetzt gekriegt haben. Da gucken wir gleich mal. Oh, da gucken wir gleich mal nach. Ich hoffe, dass die Sprungreichweite erhöht wird dadurch.
Ja, hier können wir so durch, glaube ich. Ich habe zwar Kollisionsschaden an, aber bei diesen Trümmerteilen passiert eigentlich nicht so die Welt. Also bei so kleinen Stücken. Ne? Wenn das größere sind, ist es natürlich doof. Da ist was Grünes rausgekommen. Sehr cool. Eigentlich wollte ich ja weiter Naonit abbauen. Ich habe mich aber mal jetzt ein bisschen schlau gelesen. In einem Kommentar wurde gesagt, ich habe die aber auch nur überflogen. Herzchen kommen noch. da wurde auch noch gesagt, dass ich quasi einen Captain anheuern kann. Der ist zwar sehr teuer, aber der würde dann quasi für mich auch ein bisschen das Minen übernehmen. Da habe ich mich ein bisschen schlau gelesen und das macht er halt wirklich. Also wir könnten uns quasi ein Minenfahrzeug bauen oder wir nehmen das hier dann, das wäre ziemlich egal. Und da können wir, okay, das sind freundliche, da mischen wir uns auch nicht ein. Also wenn die jetzt gleich Beef haben, dann haben sie Beef. Hier wollte ich nochmal draufhalten. Ja, sehr gut, sehr gut. Wir gucken mal ganz kurz nach, was wir ein bisschen hier zurück... Ich habe auch einen Rückwärtsschub, das ist schon krass, ne? Ach nee. Hier. So. B gedrückt. Und dann gucken wir mal. Den haben wir ja schon dran, oder? Nee, haben wir nicht dran. Sonst wird der ja nicht hier drin sein. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Guck mal hier. Wenn wir jetzt sagen, hier, warte, wo ist es? So, gucken wir mal hier vorne. Da haben wir Boltergeschütz, Titanbergbaugeschütz, Bergbau, Bergbau, was haben wir hier vorne noch dran? Das ist das Boltergeschütz. Und hier unten ist noch Doppel-Titan-Bergbaugeschütz. Das nehmen wir mal raus, das ist nur so ein weißes. So, und dann sagen wir Block entfernen. Und dann sagen wir Block entfernen. Danke. Und jetzt setzen wir den hier drauf. Geil. Cool, wir haben so ein Naonit-Dingen jetzt. Das finde ich cool. Da könnten wir dann ja sagen, hier, du bist Nummer 2. Sehr cool. Ich möchte mal eben kurz wegen den Modulen gucken. Was sagen die denn hier? Ja, da, Sprungreichweite plus 4. Sowas meinte ich. Hyperraum-Cooldown. Radarreichweite, das hier meinte ich. Das finde ich halt sau cool. Brauchen wir jetzt nicht hier unbedingt. Das hier soll ja eher unser kleines Schiff sein. Aber wenn wir uns nochmal ein neues bauen, was nicht mehr allzu lange dauert, bis wir uns das bauen werden, könnten wir sagen, hier, zack, Sprungreichweite rein und fertig. Und in diesem Schiff, so auf jeden Fall die Theorie, können wir sagen... Ein Naonit-Abwrack-Geschützturm, das ist auch geil. Also, um nochmal zurückzukommen, können wir halt auch sagen, so, wir setzen hier einen Captain rein. Da würde ich das noch ein bisschen umbauen, dass das halt eher Richtung Minenfahrzeug geht, also so Nase weg und so, dass der halt manövrierbarer ist. Das wäre schon irgendwie ganz cool, ne? Was haben wir jetzt hier? Das war das doppelte Titan-Abwrack-Geschütz. Bergbau, Bergbau. Doppel-Plasma-Geschütz. Die finde ich eigentlich ganz cool, die Dinger. Machen halt mehr Schaden an Schilden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das von unseren Waffen aussieht. Die Maschinendinger finde ich halt ziemlich geil. Weil die halt auch nicht überhitzen, ne? Ich glaube, ich lasse das erstmal so. Auch von unseren restlichen Türmen. Ja, wie gesagt, das Abwrackgeschütz brauchen wir jetzt nicht. Also nicht direkt. Ich mach mal eins aus. Lass mal zwei an. Eiern mal hier oben zu so einem kleinen hin. Wir brauchen halt mehr Naonit, ne? Wir haben jetzt 8000. Damit reiße ich halt keinen Bären von der Kette, ne? Ich habe mich, wie gesagt, dazu, glaube ich, entschieden zu sagen, ich baue das gesamte Schiff, die äußeren Teile auf jeden Fall aus gepanzerten Titan, damit wenn wir dann die nächste Ressource finden, sagen können, okay, das haben wir. Da
dann kann ich nämlich einfach aufwerten klicken, ne? Dann kann ich einfach sagen, so, es wird aufgewertet. Und dann läuft das halt, weil jetzt kann unser Schiff halt nicht auf Naonit aufgewertet werden, weil wir jetzt gepanzert haben und habe ich ja letztes Mal erzählt, Naonit hat leider keine gepanzerten Blöcke. Vielleicht würden wir so diesen kleinen Schritt überspringen, weil wenn ich dann halt ungepanzerte Blöcke baue, muss ich danach wieder alles ersetzen. Das fände ich irgendwie doof. Und Naonit brauchen wir halt für den Rest, ne? Für Sprungmodule, für das, für hier, für da, für alles. Da müsste man ja wohl was machen können. Dauert immer noch verdammt lange. Ich würde sagen, ich baue den kleinen Block mal eben ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So, den ersten Block haben wir jetzt abgearbeitet. Wir könnten jetzt, glaube ich, wieder mal zu unserem Großen hin. So langsam auf jeden Fall. Wie gesagt, wegen dem zweiten Schiff mit dem Captain, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Hier sind wieder Gegner unterwegs. Dauert, glaube ich, noch ein bisschen aus dem Grund, weil wir dafür halt erstmal ein Schiff brauchen und hier möchte ich keins bauen. Also dann müsste ich erst ein, zweimal zurückspringen, damit wir dann sagen können, okay, jetzt haben wir langsam die Sachen zusammen, um uns halt ein zweites Schiff zu bauen. Also quasi als Minenfahrzeug. Das hier möchte ich halt so in dieser Fassung nicht nehmen. Sondern da müsste ich halt noch ein bisschen was dran machen, ne? Also da müsste ich dann halt irgendwie sagen, ich baue das hier ein bisschen um, dass ich so die Seitenverkleidung abnehme. Und den einfach ein bisschen wendiger mache, weil ich nicht genau weiß, wie die NPCs fliegen. Ob das gut ist oder nicht gut, das kann ich nicht sagen. Also diese Titanblöcke können wir auf jeden Fall schon mal schneller abbauen. Gut, jetzt haben wir natürlich gerade diesen riesen Brocken, aber normalerweise, das geht eigentlich recht fix, ne? Hier waren ja auch über 10.000 drin, wenn man das gerade gesehen hat. Und ich muss vielleicht darauf achten bei den Bergbaulasern, dann wenn ich wirklich so ein Minenfahrzeug baue, was mir dann halt quasi immer folgen soll, wo ich dann sagen kann, ich bin hier im Sektor, fangen wir an zu sammeln, dass die Effizienz der Laser relativ hoch ist, weil ich glaube, die Effizienz sagt aus, wie viel wirklich aus so einem Block dann rausgewonnen wird. Also manchmal rast das Spiel auch und dann... Im nächsten Moment ruckelt er sich wieder irgendwie ein zurecht, ich habe keine Ahnung warum. Das war irgendwie, glaube ich, vor dem letzten Patch lief das irgendwie ein bisschen besser. Fand ich auf jeden Fall gefühlt. Gegner sind da. Ich würde sagen, die klatschen wir nochmal eben. Da sagen wir mal eben direkt Hallo. Ups, ich wollte eigentlich erst anvisieren. Verabscheut. Ah, ich möchte ja gerne ein großes Schiff haben, dass ich da auch nicht unbedingt so die Angst habe zu sagen, haha, gegen euch traue ich mich jetzt nicht zu kämpfen. Ich hoffe, dass wir das einigermaßen überleben werden. Wir werden langsam annähern. Jetzt müssen wir schießen können. So, jetzt halten wir volles Met drauf. Uiuiuiui, ich werde von oben auch noch in die Mangel genommen, aber die Schilde halten ganz gut. Wie aber auch in dem einen Kommentar stand, es gibt auch Waffen, die halt die Schilde sofort durchschlagen. Da müssen wir halt ein bisschen drauf aufpassen, ne? Also, dass wir uns nicht zu sehr auf die Schilde verlassen, weil unser Schiff, ich glaube, da hatte ich schon mal einen Gegner von. Die Waffe hat halt irgendwie den Schild ignoriert und uns sau viel Schaden gemacht. Das war halt gar nicht so cool. Oh ja, Freundchen. War die lang hier. Das Problem ist nicht, dass die machen halt relativ wenig Schaden. Das Problem ist halt die Masse, die dann immer von denen kommt, ne? Du brauchst halt eine Zeit, um die kaputt zu machen und die kommen halt einfach in so einem riesen Rudel.
Oh, da werden wir wieder angegriffen. Von hier oben. Pirat, es kam gerade die Meldung, dass irgendwie Alienschiffe hier in dem Sektor wären. Oh, da ist was Blaues. Mitnehmen, mitnehmen! Oh ja. Da kloppen wir den Lebensbalken runter. Nochmal ein blaues Teil. Die wollen wir alle haben. Finde ich ja noch geiler als zu minen, ne? Okay, das war so ein Handelsding. Ah ja. Ich mache hier Kleinholz aus euch. Haben wir hier... Upsassa. Da. Den da noch. Das sieht aus wie ein Geschützturm. Oh, das ist so eine MG, glaube ich, oder so, ne? Da können wir vielleicht auch durchtauschen. Wir fliegen mal kurz ein Stück weg hier. Also das hier ist so ein Sektor, hier gibt es ganz schön auf die Schnauze, ne? Also, da kommt so nichts mehr, deswegen gehen wir jetzt hier ins Bauen rein und gucken mal eben, was das denn war. Der hier. Maschinengeschützturm, ja. Alles klar, tauschen wir durch. Wir haben ja ein paar Maschinengeschütztürme. Dreifach Maschinengeschützturm, Doppelmaschinengeschützturm, Feuerrate so. Das exotische. Nehme ich denn da weg? Ich glaube, ich nehme den Doppelten hier weg. Vorher muss ich aber noch eben wieder durchtauschen, weil ich habe ja noch nicht alles auf Naonit. Kann ich hier nicht mehr dran setzen, das ist zu dicht. Kann ich den gerade dazwischen setzen? Shit. Dann setze ich mir den hier unten drunter. Wenn das geht. Hallo? Ich kann den hier doch an den Rand setzen. Achso, nee, muss aus Naonit oder besser. Hatte ich doch recht, dass das nicht ging. Dann mache ich das anders. Ja klar, hier oben ist eine Ecke. Und da ist eine Kante. Dann nehmen wir uns jetzt eine Naonit-Kante. So eine müsste das gewesen sein. Dann machen wir am Block angleichen. Drehen wir das. So, ich habe es endlich fertig gekriegt. Ich habe die Ecken da schon wieder nicht reingekriegt. Also ich habe bestimmt 5 Minuten rumgedreht. Glaube ich, hätte es wieder anders rumdrehen müssen, damit es irgendwie passt, weil also dafür bin ich echt zu doof. Ich freue mich schon drauf, was wir für einen Schuhkarton nächstes Mal zusammenbauen. Wenn wir das wieder bauen. Ich habe das ein bisschen geändert. Ich habe eine Waffe mehr und dafür einen Abbaulaser weniger. Den passenden habe ich aber drin gelassen. Ne? Also den einen, den wir hier haben, für Naonit. Dann haben wir noch 2 Titanen drin. Da müssten wir am besten mal zu einem Händler. Hier, der hatte doch Militärstation, Ausrüstungsdock. Da werden wir mal hinspringen. Da werden wir einfach mal hinspringen. Ich weiß, ich könnte auch durch die Portale fliegen. Da habe ich schon mal geguckt, der kann uns selber Geschütztürme zusammenbauen. Also können wir sagen, brauchen wir das, das und das für. Und wenn wir das Material haben, dann macht er uns das auch. Jetzt geht's aber erstmal zum Ausrüstungsdock. Da wollen wir hin. Einmal gucken. Was haben die denn? Ausgezeichnete Beziehung. Ausrüstung handeln. Schildbooster. Der ist nett. Auch nicht teuer. Das sehe ich selber. Oh ja, Verbrauch ein bisschen Energie. Geschützkontrollsystem +2. Bewaffnete Geschütze. Wir könnten uns natürlich auch anstelle von einem Minenfahrzeug einen Jäger quasi bauen, der mit uns zusammen kämpft. Würde ich trotzdem nicht den hier nehmen, weil der ist, der fliegt sich nicht gut.
Ich weiß nicht, wie weit die KI hier quasi Wenden und so ein Kram macht, aber ich habe keinen Bock, dass es immer nur von A nach B fliegt, da würden wir uns einen neuen bauen. Also wir nehmen das erstmal als Hauptfahrzeug und gucken dann mal weiter. Ich möchte gerne nur... Bäh. Also das ist wirklich nur... Bäh. Hier ist cool. So ein bisschen was Grünes, ein bisschen was Exotisches oder Außergewöhnliches dabei, aber nicht das, was ich haben will. So einen Kapitän können wir uns, glaube ich, hier bei so einem Ding hier holen. Die haben jetzt keinen dabei. Die haben so Security und so was. Aber jetzt auch nicht unbedingt das, was wir brauchen. Wir müssen das, glaube ich, ganz kurz unterbrechen, das Abbauen, weil hier unten gerade gesagt wird, es sind Piraten im Sektor. Da habe ich ja auch wenig Bock drauf, dass die uns jetzt beim erfolgreichen Minen stören. 5000 habe ich ungefähr abgebaut, schon mal wieder. Ja. Ein bisschen was können wir damit schon anfangen. Müssen wir gucken. Das ist halt das Problem, ist, ich müsste vorher dieses Schiff umbauen. Also so wie ich mir das vorstelle. Dann mit diesem Schiff, weil ich nicht weiß, ob die verschwinden oder kaputt gemacht werden. Da raus mit der Sonde. Ein bisschen wegfliegen. Ein neues Schiff bauen. Aber vorher mit diesem Schiff einen Kapitän holen. Und während ich dann das neue Schiff baue, kann ich dem Kapitän quasi sagen, fang an zu minen. Vielleicht nehme ich das sogar so in Angriff, dass ich sage, ich setze hier einfach nochmal ein, zwei Düsen drauf. Das Ding soll ja nur gut fliegen können. Nehme die Geschütze darunter, wehren... Na gut, wenn sich das Schiff gar nicht wehren kann, wäre auch doof. Aber ich könnte den Großteil der Geschütze runternehmen. Und dann kann ich ihm sagen, fang mal hier an abzubauen. Ist ja, ich weiß nicht, ob ich genau sagen kann, baue diesen Block hier ab. Aber das dauert halt auch noch, bis der hier... Wir kämpfen mal eben da unten. Das dauert ja auch noch, bis der hier fertig ist. Ich glaube, wenn für euch das okay wäre, würde ich das gleich in Angriff nehmen. Gucken, wie das so funktioniert. Ich weiß es selber nicht. Die Musik wird hektisch. Hektisch! Sechs. Der ist der nächste. Ich habe mir so einen Laser jetzt reingebaut. Dafür müssen wir aber ziemlich nah an die Gegner ran, ne? Oh, doch. Doch, geht ganz gut, ne? Sag ich mal, so eine Waffe mehr macht schon einen Unterschied, ne? Freunde? Junge, du. Mach euch lang hier. Nur schon mal so ein bisschen Vorwarnung geben, weil gleich kommt hier der gesamte Rums rein bei ihm. Abbau, der ist auch noch drauf. Und der hält viel aus. Alles am Überhitzen. Alles überhitzt. Bumm. Boah. Der hat viel Kram gegeben. Geil, da machen wir schön weiter mit. Beruhig dich mal hier. So, das Ziel. Ich vergesse das manchmal anzuklicken, also... Oh, Entschuldigung, da musste ich husten. Wenn ich die vorher mit der mittleren Maustaste auswähle... So, dann zielen die Geschütze da automatisch drauf. Das ist natürlich... schon hilfreich. Psasa, da noch rein. Auch noch mitnehmen. Ist zwar alles jetzt nicht irgendwie grün oder lila oder was auch immer, aber damit können wir, glaube ich, arbeiten. Jetzt nehmen wir den hier auseinander. Den einen Kollegen hier. Hast du noch irgendwas für uns? Ich glaube, wir machen das mal eben. Wir bauen uns diesen hier mal ein ganz, ganz bisschen angenehmer. Das wird scheiße aussehen. Das sage ich euch jetzt schon mal vorher. Das wird scheiße aussehen. Weil ich hier oben einfach Düsen draufsetzen werde, damit er sich besser lenken lässt. Gedacht war hier, das ist ja die nächste Stufe.
Titanium, das brauchen wir dann irgendwann mal. Da kommen wir jetzt noch nicht so schnell hin. Und zwar das hier. Und ich dachte halt wirklich einfach, so, und auf der anderen Seite auch. Ist jetzt halt die Frage, setze ich das da dran oder nicht? Wird der Bremsschub auf jeden Fall besser? Weißt du, einfach so. Und jetzt muss ich mal gucken, kann ich hier an die Seiten noch was dran packen? Ist halt hässlich, ne? Ist halt einfach schlichtweg hässlich. Aber ich glaube, dass das das ist, was wir wollen. Was haben wir denn hier gekriegt? Doppelt Nanoid, Abwrackgeschütz. Abwrackgeschütze will ich gar nicht so. Also, schon. Aber wäre halt geiler, wenn wir da auch ein bisschen was anderes hätten. Wir haben ja noch Module gekriegt. Da gucken wir mal eben rein. Hier. Systeme. Okay, der Schildbooster, die kannten wir schon. Ja, die kannten wir ja vorher schon. Jetzt werden wir einfach mal gucken, wenn ich hier Gas gebe. Also Gas läuft. Bremsen ist immer noch irgendwie bescheiden. Gucken wir mal so links, rechts. Wenn wir so stehen bleiben. Ah ja. Also gut ist relativ. So rauf, runter ist hervorragend. Das geht richtig gut. Aber so schön bremsen können wir nicht, ne? Wenn wir jetzt hier so boosten. Was sagt er denn vom Bremsschub? Ist aber eigentlich gar nicht so sau wenig, ne? Ich habe das Gefühl, das wäre ein doofes Minenfahrzeug. Müsste ich mal so sagen. Ich habe gewarnt. Das ist ein hässlicher Klopper geworden. Aber ich möchte den halt, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Computer dieses Ding hier steuern. Wir gucken erstmal. Oh, also seitlich können wir schon relativ gut bremsen. Wir holen uns mal den hier oben. Dann würde ich natürlich, wenn es ein Minenfahrzeug ist, natürlich die Geschütze wegbauen. Und dafür mehr Laser und so reinpacken, die wir dann natürlich auch noch vielleicht glücklicherweise irgendwo finden müssten. Weil da haben wir so ja gerade nichts gefunden, ne? Das war ja recht bescheiden. Also wir finden zwar wohl Waffen bei den Gegnern, aber so das geile Zeug kriegen wir hier gar nicht. Und ich habe, die Frage, wenn ich da einen Captain einstelle, muss ich immer mit ihm im gleichen Sektor bleiben? Oder ist das so eine mehr oder weniger autarke Person dann, die dann auch sagen kann, ich bleib hier und sammel und wenn du wieder in den Sektor kommst, kriegst du die Sachen? Ich weiß nicht, das wäre noch interessant zu wissen. Bevor ich mir einen Wolf google, wenn ihr euch damit auskennt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Oh, der hat einen. Der hat einen Kapitän. Das ist ja geil. So einen brauchen wir. Der hat einen Kapitän dabei. Geil, nehmen wir mit. Düsen wir hin. Holen uns davon mal einen. Der hat auch nur einen auf Lager. 9045.
Ja gut, nehmen wir mit. Einen hätte er noch. Ja gut, ich hatte gerade wirklich nur einen geholt. Brauchen wir sonst noch was? Nee, ne? Sehr gut, jetzt haben wir unseren Captain. Jetzt können wir quasi, ich habe gerade irgendwo die Meldung gesehen, hier wären irgendwie fremdartige Schiffe oder sowas. Da habe ich ja wenig Lust drauf. Wir springen mal hier hoch wieder. Da waren auf jeden Fall mehr freundliche. Und dann probieren wir das mal aus, ne? Also, dass ich dann sagen kann, komm, hier, Kapitän, gehst bitte da rein. Also, der ist ja hier in dem Schiff. Dass ich dann mit F kann ich ja, glaube ich, oder mit T, ich weiß nicht, irgendwie kann ich ja mein Schiff verlassen. Gucken, haben die jetzt neuen Stuff oder immer noch den gleichen? Ich muss wahrscheinlich erst was kaufen, ne? Ja, ich gucke gerade nur mal in Ruhe hier durch. Ich könnte natürlich dann sagen, dadurch, dass wir dann auch nicht mehr so viel Waffen brauchen, packe ich das hier rein. Damit kann man besser das Material absammeln. Und nehme dann irgendwie hier einen, also es sind ja nur drei Geschütztürme. Ich davon noch zwei rausnehme. Das müsste doch eigentlich gehen, ne? Ich möchte ein bisschen näher hier irgendwie in diesen piratengreifenden Sektor. Und ich wollte gerade sagen, ich möchte irgendwie in diesen Einheitengebübel rein, aber hier, ach Gott. Ja komm, wir machen eben die Einheiten fertig. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo einen Sektor gibt, wo man auch mal in Ruhe dann bauen kann, ne? Ich glaube ja mal fast nicht, ne? Ja gut, dann werden wir jetzt hier mal versuchen, den Sektor zu clearen. Ups, ein bisschen schnell. Da kommen noch mehr. Mehr. Den machen wir fertig, der ist gleich weg. Und jetzt geht's hier oben zum nächsten, der gar nicht so die geile Positionierung für uns hat. Ich möchte halt ungern auf die Befreundeten schießen. Also lenken geht auf jeden Fall wohl schon einigermaßen gut. Ja, so links, rechts, oben, unten. Ups, vorsichtig. War wieder sehr knapp, sehr knapp. Ah, vielleicht haben die ja noch mal was Geiles dabei, ne? Man weiß es ja nicht. Hat sich verbessert, das ist doch schön. Wo ist denn das andere Wrack? Müsste... Oh, da. Da sind auf jeden Fall noch Gegner. Wrack nicht, aber noch mehr Gegner. Mich angeblich neutral. Am Schutzschilde zum Teil. Beziehung wird schlechter, das ist mir schon klar.
gerade das Gefühl, ich habe irgendwie den Plasmaturm abgebaut. Da müsste ich vielleicht mal reingucken, ne? Oben hat irgendwas auf mich geschossen. Irgendwas ziemlich krasses. Oh ja, da Schutzschilde. Da machen wir natürlich nur minimal Schaden dran. Das dauert ganz schön lange, ne? Wenn die Gegner auch so ein Schutzschild haben, um da mal durchzukommen. Ich schieße ja lieber auf die großen Stellen. Die treffe ich irgendwie leichter, ich weiß nicht. Au. Oh. Ich glaube, wir haben unser Plasma-Ding doch noch dabei, so wie wir gerade das Schild weggenommen haben. Jo. Schön draufhalten. Ein Gegner ist da noch. Der ist aber gleich weg. Was sage ich euch, wenn wir hier loslegen? Doch, es manövriert sich wirklich einfach. Also ein bisschen besser schon. Ist jetzt immer noch nicht geil, aber... nicht schlecht. So, da hinten wollte ich eigentlich hin. Stell mich mal daneben, rüste den hier so um, also quasi Waffen raus und dafür vielleicht ein, zwei Abbaulaser mehr. Da haben wir jetzt leider keine mehr gefunden, aber vielleicht setze ich da einfach nochmal... Ich habe ja, glaube ich, noch einen Titan über oder so. Oder zwei. Die setze ich da einfach mit rein, damit dann mindestens Naonit mit abgebaut werden kann. Und dann machen wir das mal. Und dann bauen wir uns gleich unser Schiff. Wenn ich das hier soweit fertig habe, sagt zu dem, fang mal an abzuwracken. Oder nicht abzuwracken, sondern abzubauen. Gucken, wie das funktioniert. Ob es wirklich geht oder nicht. Ob der selbstständig sucht. Das fände ich schon sau cool. Und dann können wir ja quasi unser Schiff in Ruhe weiterbauen. Ich hoffe, das klingt nach dem Plan, ne? Dann fangen wir erstmal an zu bauen. We'll be right back.
Wir sind ein paar Mal gesprungen seit dem letzten Mal. Also jetzt nicht so sonderlich viel. Hier hinten hängt nur unser Schiff. Das müsste gleich durch das Portal springen. Ich habe gesagt, er soll mir folgen. Wir sind hier und da. Das waren jetzt so zwei, drei kleine Sprünge. Weil wir natürlich nach und nach gucken wollen, dass wir langsam Richtung... Ich meine, Trinium war das nächste. Wir gucken mal eben nach. Ja, Trinium ist das nächste. Das, was wir haben wollen. Und dann würde ich gerne ein, falscher Knopf, so. Und dann würde ich gerne ein neues Schiff bauen bezüglich der Panzerung etc. Das hier könnten wir dann, können es prinzipiell noch behalten, müssen es wieder ein bisschen umrüsten. Ich würde es wahrscheinlich einfach kleiner bauen, als wirklich dann als Minenfahrzeug, dass wir das hinbekommen. Kommt der jetzt mit, der Kollege, oder nicht? Hallo? Hier ist das Schiff Glückspilz und hier ist Glückspilz Cheffe. Hm. Also die anderen Male ist mir das Schiff einfach hinterher gesprungen. Jetzt ist es natürlich irgendwie ein doofer Vorführeffekt. Ich wollte nämlich eigentlich gucken, hier können wir ja nur Güter handeln, die also Material quasi. Ich würde aber gerne mal wieder so ein paar Abbaulaser kriegen. Kommt jetzt hinterher oder nicht? Ich werde nochmal zurückspringen. Da macht er mich gerade ein bisschen schwach. So, wo bist du? Hier, da. Auf mir folgen gedrückt. Befehle. Geben wir hier Befehle. Ich eskortieren. Wir sind daran so schwer. Jetzt kommt er gleich wieder hinterher. Gerade war das einmal so, ist er mir hinterher gesprungen und dann steckte er quasi... Habe ich es gerade gesagt? Da steckte er quasi in mir drin. Ja. Das habe ich total gerne. Was hat er hier kaputt gemacht? Nichts. Was ist denn bei ihm jetzt kaputt gegangen? Mit T kann ich einfach in das andere Raumschiff reinwechseln. Was ist jetzt alles bei dir kaputt? Ja, eigentlich nicht viel. So, das können wir reparieren. Dann gehen wir hier aus dem Bauen raus. Dann klicke ich den an, dann drücke ich T. Pups, bin wieder im richtigen Schiff drin. Sehr schön. So haben wir uns das vorgestellt. Hier ist, glaube ich, nichts an Ressourcen, was wir nehmen können. Außerdem ist es hier so neblig, dass ich die eigene Hand vor Augen nicht sehe. Deswegen, ich will nicht höher springen. Ich will nicht höher springen. Ich will eigentlich hier unten hinspringen. Das Problem ist, dass unser Kollege, glaube ich, kein Sprungmodul hat, ne? Ich guck mal ganz kurz, wie weit der springen kann. Hier. Hallo? Hallo? So. T. Druff. Zu weit entfernt. Muss ich ja wirklich quasi, jetzt kann ich betreten. So. Ich wollte nämlich jetzt gucken, was er hier denn, also wie weit kann er denn springen? Geht. 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Will hier mal ein Sprungmodul reinpacken? 2, 4, 6. Wie viel hat er denn da? 2, 4, 6, 8. Okay, hat er schon alle drin. Vielleicht sag ich ihm... Kann ich ihm einfach sagen, er soll hier abbauen und ich springe mal ein bisschen durch die Gegend? Eigentlich schon, oder? Weil ich möchte halt gerne hier runter, aber der hört auf, wenn hier nichts mehr im Sektor drin ist, ne? Ich will halt weiter in der Mitte. Komm, dann sammelst du hier jetzt ab. So. Befehle. Wo ist es hier? Abbauen. Und jetzt düst er los und sagt, yo, Chef, ich habe hier was gefunden. Und ich springe jetzt mit euch mal, keine Ahnung, hier so hin. Klingt doch eigentlich nach einem Plan, oder? Was machen wir jetzt? Jumpen da schön hin, wo wir hin müssen. Da unten wird hier gekämpft. Das ist mir aber egal. Das sind beides freundliche bis neutrale Einheiten, die wir haben. Da habe ich keine Lust, mich einzumischen. Also das Einmischen finde ich immer irgendwie...
schwierig, möchte ich mal sagen. Boah, das hat lange gedauert, die zu berechnen. Gefühlt auf jeden Fall. Gefühlt, muss ich sagen, hat das sehr lange gedauert. Standardressource. Nicht die nächste Stufe, was soweit aber auch jetzt kein Weltuntergang ist. Ich hoffe, der sammelt jetzt weiter ab, der Kollege, ne? Ich glaube, wir springen hier durch in das nächste Tor. Müsste der hier, glaube ich, sein, ne? Nee. Der hier dann. Ja, das machen wir. Wir springen da einfach mal durch. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der jetzt wirklich noch Sachen sammelt oder nicht. Es kann auch sein, dass ich halt zu weit weg bin von ihm und das deswegen nicht funktioniert. Aber ich habe auch keinen Bock, den die ganze Zeit Händchen zu halten. Können wir uns den gleich wiederholen. Oder später oder wie auch immer. Man muss ja ein bisschen rumprobieren, ne? Man weiß es ja einfach standardmäßig. Weiß ich sowas leider nicht. Rote Steine dazwischen, das ist wahrscheinlich auch wieder normal, ne? Ja. So, wo gehst du hin? Die fände ich noch ganz cool. Wieder das westliche Tor. Nicht bereit, ist egal. Hat vorher auch geklappt. Springen wir durch. Jetzt haben wir hier natürlich viele Ressourcen. Aber ich habe hier sonst halt nichts zu erledigen. Das ist das Problem. Wenn es jetzt eine Werft oder sowas geben würde, dann könnte ich sagen, okay, komm, ich bleib kurz hier. Doch, guck, kriegen wir da unten zu. Now need. Siehst du? Das ist ja geil. Also kann ich dem quasi einfach erstmal in dem Sektor drin lassen. Jo, das finde ich cool. Das finde ich ja echt praktisch. Ne, was ich sagen wollte ist, dann kann der erstmal da bleiben und jetzt sammeln, weil wir haben da, wie gesagt, nichts zu tun. Wir könnten da hin, aber ich will halt kaufen. Ich will halt... Hui, hallo? Hier, kann ich hier euch mal zeigen, was so eine Abwracklizenz kostet? Ich meine, die meisten von euch werden es wissen. Ich weiß es halt nicht. Da, abwracken, Lizenz kaufen. 5 Minuten, 6.356. Ist ziemlich viel, finde ich, verhältnismäßig. Also da können wir genauso gut sagen, wir zerschießen ein paar Gegner. Und holen uns was, wobei die Wracks natürlich hier, da ist viel Naoni drin. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, wenn wir zur nächsten Stufe kommen, wird das ganz cool. Da düsen wir hin. Unser Kollege sammelt noch fleißig weiter ab. Das ist sehr geil. Ich wusste nicht, dass das funktioniert, auch über die Distanz. Somit kriegen wir jetzt schön Rohstoffe dazu. Und wenn wir jetzt ein bisschen hier gebummelt haben und geguckt haben, ob wir noch irgendwo was Geiles finden, können wir wieder zurück, den einsammeln und ihn dann quasi mitnehmen. Das finde ich sehr cool. Und rennen in eine gute Stube. Ich möchte halt, wie gesagt, die nächste Stufe gerne kaufen. Wenigstens kleine. Also es müssen ja nicht die besten sein, aber... Haben wir hier was? Hier ist ein Jäger. Auch jetzt nicht unbedingt der Händler, den wir brauchen, ne? Kann ich hier einen Asteroiden oder so einnehmen? Das gibt auch mal eine ordentliche Geldspritze. Ja, da seht ihr mal unten rechts, wie langsam der absammelt, ne? Also so langsam habe ich halt auch abgesammelt und bis du da 5000 zusammen hast oder so, das dauert halt schon ein bisschen. Okay, wir gucken jetzt mal, wo wir jetzt hinspringen. Wieder irgendwo so ein Wurmloch? Guck mich mal ein bisschen raus. Ja, direkt wieder hinter uns. Guck mal kurz, wo das hinführt. Wahrscheinlich super weit nach unten. Ja, doch wohl. Aber es hier.
Das sind eigentlich gute Koordinaten, ne? Aber wobei die Mitte da näher dran ist als von uns aus. Ah, ich weiß es ja nicht. Ich glaube, wir springen erstmal zu irgendwelchen anderen Energiesignaturen. Hier ist noch eine gewesen. Da springen wir mal hin. Oh, wie niedlich klein unser Schiff ist, wenn ich so weit rausgescrollt bin, ne? Unser kleiner Hummer hier. Sieht halt leider wirklich aus wie so ein... Jetzt nicht mehr, weil ich es vorne zugemacht habe, aber... Sieht so ein bisschen aus wie so ein Fisch, ne? Ah, besser als ein Schuhkarton. Besser als ein Schuhkarton. Auf jeden Fall. Ich finde das schade, dass ich jetzt hier auf der Distanz nicht irgendwie sagen kann, hier, Captain an, ne? Sammelflugzeug, komm mal rüber. So, lass dir Zeit, hier hast du meine Koordinaten, komm mal her. Das finde ich noch irgendwie cool, da müsste ich mich da gar nicht drum kümmern. Aber der Captain ist vielleicht, weiß ich auch nicht. Ich habe das auch nicht ausprobiert, vielleicht kann man das wirklich tun. Ich weiß es nicht. Ich denke nicht, ich glaube, ich muss den abholen. Aber jetzt, wo wir gerade nur am Erkunden sind, brauche ich den nicht die ganze Zeit am Arsch kleben zu haben. Das finde ich irgendwie doof. K plus X, Effizienz, DPS, bla 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 bla. Oh, hier können wir wieder selber unsere Türme herstellen. Hier ist auf jeden Fall viel Naonit. Ja, selbst Türme herstellen. Ne? Ich kann euch das mal zeigen. Hier, Waffenfabrik. Und jetzt können wir hier Geschütztürme bauen. Wir dürfen keine Geschäfte mit dir machen. Was? Nur weil wir freundlich sind. Oh, leck mich doch. Cool. Also, weil wir freundlich sind, das reicht nicht. Also, freundlich sein reicht nicht. Da muss man schon mal eine Schippe draufpacken. Gut, aber die anderen Sachen würden funktionieren. Also, wir können Crews holen und so ein Kram alles und auch beim Händler kaufen. Wir kriegen natürlich jetzt nicht die besten Preise dann, aber das ist mir egal. Wow. Also, diesen Sprung, den muss ich wahrnehmen. Diesen Sprung muss ich über das Tor wahrnehmen. Also wenn wir irgendwo gegenknallen mit der Geschwindigkeit, ne, dann sind wir auch definitiv kaputt. Deswegen immer Obacht. Wenn man viel Zeit in so ein Schiff reinsteckt, ist es scheiße, wenn es kaputt geht. Ich weiß nicht, ob man sich versichert, wenn man irgendwie... Ja, aber wenn man versichert ist, kriegt man irgendwie den Betrag nur wieder, aber das Schiff muss man trotzdem irgendwie selber bauen oder so ein Kram. Keine Ahnung. Das ist doof, ne? Gut, nehmen wir den Sprung. Da oben ist unser Schiff, aber das ist nachher, sind das für mich 2, 3 Sprünge, dann bin ich auch wieder da. Dann würde ich da nämlich jetzt erstmal so gucken gehen hier. Westliche Tor. Ja, wahrscheinlich das, wa? Nord-Nordwest. West-Südwest. Das ist das dann. Ups, jetzt habe ich Schiff gedrückt. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum gibt denn der kein Gas? Ich will halt einen Händler finden, wieder so, für Geschütztürme und so ein Kram, ne? Dass wir uns da halt vielleicht die nächste Stufe holen können. Und wenn wir dann nämlich noch Ressourcen in dem Bereich finden würden, fände ich das ziemlich geil. Also dann könnten wir auf jeden Fall gut damit was machen. Ich meine, unser Kollege, der verkauft, ich bin schon am Überlegen, wenn das so gut klappt, ob ich einfach kleine Schiffe baue, also so wirklich klein. Und schade, hier ist wieder nur so ein Tower-Dingens. Weißt du, nur so 3, 4 Blöcke groß oder 5 vielleicht. Und dass ich dann sage, läuft. Genau so soll das sein. Den Sprung nehmen wir. Ist nur einer. Das ist der hier oben. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ich weiß, es ist halt sauteuer, ne? Nach der Zeit. Das kostet sehr viel. Wir müssen die Crew immer bezahlen. Und wie gesagt, das ist halt ziemlich teuer, wenn wir sagen, wir müssen dann noch die Crew bezahlen. Ich meine, war momentan nicht so ein riesen Goldproblem oder Creditproblem. Das ist eigentlich noch machbar, aber ich glaube, ich will es halt nicht übertreiben. So Stück für Stück wäre ganz cool, wenn man dann später irgendwann so eine kleine Flotte zusammen hätte. Wir können jetzt nicht mehr dahin springen, wo wir wollen, weil das ist definitiv hasserfüllt. Und da kommen wir raus. Das wäre ein östliches. Ja, beide. Beide rot.
Müssen wir so nicht entspringen, das wird das hinten hier, das wird auch nicht schöner werden. Jau, da ist gerade, sorry, da ist gerade nur so ein Motorradfahrer bei uns hier lang gefahren, der sehr viel Gas gegeben hatte. Hier können wir mal hinjumpen, aber das wird wahrscheinlich feindliches Gebiet sein. Da ist es zu weit weg. Ich würde fast sagen, ich springe mal hier hin, dass wir die Knotenpunkte so nach und nach abgearbeitet kriegen. Schön, angekommen und jetzt könnten wir, gut, wir können jetzt hier oben hin. Möchte aber, glaube ich, genau bis hierhin springen. Da waren wir nämlich vorher noch nicht. Da können wir hier in die Koordinaten eingeben. Okay, wir sind jetzt in einem neutralen Bereich gelandet, durch das paar Mal hin und her springen. Hier gibt es ein paar Händler und hier kann man auch Ressourcen verkaufen. Hier ist jetzt aber nicht unbedingt, natürlich ist die Naonit. Ist auch geil, dass wir was gefunden haben. Unser Kollege sammelt aber immer noch fleißig weiter. Ich weiß gar nicht. Ich glaube... Ich glaube, ich springe noch mal ein bisschen. Also, vielleicht mal hier hin. Sonst müssen wir natürlich, wie gesagt, weiter nach unten kommen. Aber dafür möchte ich dann auch irgendwann jemanden dabei haben. dann springen wir, glaube ich, erst hier hin. Wobei, springen, da können wir auch hier durchs Tor, ne? Nordwest müsste das sein. Das andere ist dann einfach nur das Westtor, ne? Ja. Guck mal, da springen wir einfach mal durch. Freundliche Beziehung. Dann schonen wir auch vielleicht unseren Akku. Der lädt jetzt auch erst langsam wieder auf. Und dann schauen wir da mal. Also es ist halt immer doof, ne? Jetzt ist halt irgendwie gerade so ein bisschen so eine Phase, dass wir eine bestimmte Art suchen. Reparaturdock, das ist... Und ich finde halt die Händler nicht. Also die, die ich brauche. Hier sind zwar Händler, aber die handeln halt wirklich nur Rohstoffe. Ich meine, es sieht ganz schön hier aus, aber... Sonst ist hier halt nix. Also wir können hier durch ein Portal, aber hier ist... gar nichts. Da ist noch ein Portal, aber das führt wahrscheinlich einfach nur hier hin. Da können wir auch so hinspringen, ne? Ist doch nicht das Portal. Egal, wir springen jetzt hier unten hin, da wo wir hin müssen. Wir müssen ja hier rein quasi. Das sieht ziemlich geil aus so, mit dem Nebel. Hier haben wir auch wieder nichts von dem, wonach ich suche. Ich suche halt diese Händler, die dieses Chip-Symbol haben. Die verkaufen dann nämlich halt auch Waffen und so ein Kram, ne? So kann ich damit ja nichts anfangen. Vielleicht springen wir als nächstes hier hin, wieder zurück. Wirklich, also wie gesagt, unser Kollege sammelt richtig gut Ressourcen. Ich glaube, ich würde dieses Schiff auch einfach zurückbauen. Also ich möchte kein zweites in dieser Kolonie drin haben. Oder kein drittes erstmal. Sondern dass ich wirklich sagen kann, okay, haben wir so Stück für Stück. Dann kommt nochmal ein Schiff dazu. Und es gibt halt auch ziemlich coole Sachen, ne? Also es gibt da, glaube ich, noch Hangar und so, die man sich bauen kann. Deswegen sind diese Flugzeugwerften hier so geil, dass man dann sagen kann, hey, hallo, darüber können wir wohl, ne? Also dann unsere eigenen Jäger bauen und so ein Kram, das finde ich irgendwie ganz cool. Sonst habe ich schon mal nachgeguckt, wenn man sich einfach so ein Schiff fertig bauen lässt, sehen die halt immer so aus wie hier auf dem Ladebildschirm. Das ist halt jetzt nicht so aufregend, ne? Da ist wieder so ein... So ein Loch ist klar, weil wir ja wieder zurückgesprungen sind. Ich finde das praktisch. Wir kriegen jetzt die ganze Zeit Naonit dazu, ohne dass wir was tun. Also gut, das, was wir getan haben, war am Anfang Zeit zu nehmen, damit wir es bauen können, ne? Bringen wir mal hier oben hin.
Aber hier ist jetzt gerade wieder ruhig, ne? Wenig zu tun, wenig los. Eigentlich ganz schön. Trotzdem finde ich dieses Schiff... Also ich finde von hinten, muss ich sagen, in der Optik ist es okay. Geht schlechter. Aber das fährt sich halt auch wieder wie so ein Stein, ne? Oder fliegt sich halt auch wieder wie so ein Stein. Hier ist, wer besetzt? Ja, schade. So ein Brocken muss man sich halt nehmen und dann kann man den kaufen. Das würde ich euch halt auch gerne nochmal zeigen. Ich meine, die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Aber man fliegt ja halt ganz, ganz nah dran. So stand das auch in dem Kommentar. Und da muss man auf F drücken, dann kann man den einnehmen. Man muss den natürlich nicht kaufen. Also, Entschuldigung, dass ich da vorher mal irgendwann gesagt habe, man müsste den kaufen. Man muss den einnehmen. Und dann kannst du den einfach verkaufen. Also, es kostet dich halt nichts. Kostet dich halt genau gar nichts. Außer ein geschicktes Flugmanöver. Wie viele Ressourcen haben wir denn schon? Wir können ein bisschen schneller sammeln, ne? Aber, es ging mir jetzt gerade nur ums Verkaufen. Enden wir aber nicht. Wir gehen hier oben durch das Portal. Das ist dann wahrscheinlich das hier, ne? Genau nicht das. Sondern das. Wir düsen da oben mal durch das Portal. Und dann wirklich mal Stück für Stück vor. Ich weiß, dass ich zur nächsten Stufe muss noch einiges passieren. Aber gefühlt habe ich... ich weiß nicht. Also now... Oh, wir verbrauchten zu viel Energie. Naonit ist cool, weil wir ab da an Schilde bauen können. Aber ist für mich jetzt noch nicht der Sprung, den ich haben will. Ich glaube, in der nächsten Stufe können wir dann auch Hangar bauen, ne? Also dann diese kleinen... Meine ich. Wir können ja mal ganz kurz hier reingucken. Da. Dann können wir uns halt Raumschiffe dazu. Und ich weiß, es ist noch teurer, noch mehr Ressourcen, noch mehr... Aber hier, guck, Computerkerne rein und hier was rein und da, also da ist halt irgendwie cooler. Der Sprung ist ziemlich groß. Ich glaube aber auch, an sich ist der Sprung ziemlich groß. Ich finde hier keine Händler. Ich raste hier gleich aus, ey. Also innerlich auf jeden Fall. Wahrscheinlich merkt ihr mir schon die Anspannung an, ne? Also da habe ich mich ja oft nicht im Zaum. Aber das ist ja wirklich doof. Ach toll, jetzt können wir wieder so springen. Das lassen wir. Ploppt hier noch eine Energiesignatur auf? Dann springen wir dahin. Dann überspringen wir diesen Posten. Also das ist ja... hier so sauer. Ich zerschieße jetzt den hier. Oh, geh kaputt. Boah, dem gebe ich es richtig, dem Felsen hier. Krass. So, da ist die Sprungroute. Blub. Gebt mir doch einfach bitte einen Händler. Schon wieder keiner. Ich glaube, die haben irgendwas gegen mich. Also weder Händler noch Gegner, ne? Der Planet sieht ja auch schön aus. Steht mal im Raum. Und von hier aus können wir nirgendwo anders hin. Schön. Dann springen wir... Mal gucken wir. Ja, ich glaube, wir springen langsam zurück. Und ja, ich will einfach die nächste Ressource suchen. Würde ich mal fast sagen. Und dann will ich halt wirklich relativ schnell in die Mitte jumpen. Also ich will jetzt natürlich schon in die Mitte, aber dafür möchte ich halt den Kollegen dabei haben. Wenigstens so ein bisschen, ne? Dass der so Stück für Stück mit kann. Das wäre halt schon geil, ne? Also ich finde es halt doof, wenn wir den jetzt ganz zurücklassen, weil irgendwann ist abgeerntet und da haben wir auch nichts mehr von. Und Abwracklizenz. Also wir haben ja Abwracklaser. Und zwar gar nicht schlechte, ne? Ich war gerade verwundert, weil ich dachte so, hä, wieso habe ich da so wenig Waffen drin? Hier. Weil einen Platz habe ich ja noch frei.
Bewaffnete Geschütze 5 von 6. Ist mir gerade eins kaputt gegangen? Als Kollege Schmalspur und ich zusammengestoßen sind? Das kann wohl gut sein, ne? Doppelter Boltergeschützturm. Komm, packen wir uns da noch mal einen rein. Ah, jetzt sind wir auch bei 6 von 6. Wir können auch ein Abbaugeschütz da dran packen. Das kann ich mir aber jetzt auch gerade schenken. So, ich wollte auf die Karte gucken. Wir müssen das östliche Tor nehmen. Da rasen wir mal eben schnell hin. Sehr schön. Und jetzt ist es gar nicht mehr weit. Da können wir jetzt so hinspringen. Dann nehmen wir gleich unser Schiff mit. Dann sagen wir gleich, hallo Freundchen. Hör da mal auf, wobei der echt schon gut gesammelt hat, ne? Jetzt in der Zeit. Das finde ich eigentlich ganz cool. Und Now Need dauert halt auch lange, ne? Also, das abzuarbeiten. Ist die Sprungroute schon berechnet gewesen? Oh, jetzt ja. Ha, passend gedrückt. Was hat hier gerade geknackt? Da oben, was hat der denn da für einen Block? Ah, der hat auch gleich so einen Riesenblock. Ja. Freundchen, dann bau da mal ab. Und wir gucken, wo war denn jetzt der Händler? Hä? Ach, hier. Also ein bisschen was kann er hier aber noch abbauen, ne? Wir gucken mal, was er uns hier denn für Preise geben würde. Material handeln. Ist halt mau, ne? Das ist halt wirklich mau. Da könnten wir fast besser sagen, wir heben das auf und verkaufen das woanders. Weil, wie gesagt, momentan finanziell sieht es noch gut aus. Also, die Schiffe hier wiederfinden, das finde ich ja mal echt puh. Ja, ich würde sagen, ich lasse den da oben einfach nochmal ein bisschen abbauen. Würde jetzt mal so pauschal sagen, dass wir am Ende einer Folge angekommen sind. War jetzt nicht unbedingt nach der Bauphase das Spannendste, was passiert ist, aber es gehört leider dazu, so Stück für Stück zu springen und ein bisschen was zu erkunden. Wenn es euch Spaß gemacht hat zuzuschauen, lasst es mich doch bitte wissen. Schreibt gerne was in die Kommentare rein, auch vielleicht, was ihr davon meint, weil wie gesagt, so ein Schiff wirklich richtig gut zu bauen. Jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, glaube ich, selber, ich kann natürlich einen Kasten hinkloppen in kürzester Zeit. Das finde ich aber doof. Also was ihr davon haltet, wenn ich sage, okay, ich baue jetzt das nächste Schiff wieder off-topic und zeige euch, was dabei rausgekommen ist, baue es dann aber auch wirklich selber. Ich würde sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge von Avorion wieder und bis dahin, beste Schiffe.